Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal ja eine neue Welt generieren in Craft the World. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ja, ich habe hier schon mal ein bisschen rumprobiert, sage ich mal so. Aber wir wollen natürlich eine neue benutzerdefinierte Welt erstellen. Ja, ich hatte jetzt mir so gedacht, dass wir erstmal auf jeden Fall den Untergrund nehmen, weil das eine relativ neue Map noch ist. Technologiebaum natürlich, Schwierigkeit normal, Spielmodus normal, was ist das hier noch? Dauerhafter Tod, naja gut, das wollen wir natürlich nicht. Und natürlich auch eine große Map, naja gut, da kann man sowieso nicht ändern in diesem Falle. Achso, Wetterereignisse, ja, können wir auf mittelmäßig einstellen. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, es ist im Grunde genommen ein ganz normales Aufbauspiel, wo man halt am Anfang nur ein Zwerg hat und dann nachher im späteren Verlauf hat man ja, ein bisschen mehr Zwerge auch. Jo, dann gucken wir uns das mal an hier. Was haben wir denn hier für Aufgaben? Stell die Unterkunft fertig. Ja, grabe einen Tunnel, fälle einen Baum. Fälle einen Baum haben wir eigentlich gerade gemacht. Ne, sind wir gerade noch dabei. Mensch, Mensch. Mal gucken. Wie lange braucht er denn, um den Baum zu fällen? Etwas lange. So, was haben wir denn hier eigentlich noch? Ach so, hier können wir uns Äxte und Spitzhacken machen. Naja, gut, okay. Ja. Mehr können wir jetzt erstmal nicht machen, außer dem Zwerg zu gucken, wie er arbeitet. Los, schufte für uns, du Sklave! Guck mal, er keucht schon so übelst. Naja, mal gucken, wie lange er braucht, um den Baum zu fällen. Das ist aber ein ganz schön hartnäckiger Baum, ne? Ah, siehst du, haben wir auch gleich einen weiteren Zwerg noch dazu, der uns hilft. Und eine neue Aufgabe. Neue Technologie, verarbeite das Holz. Ja, das kriegen wir auch hin. Und jedes Mal, wenn unser Level steigt, dann bekommen wir halt einen neuen Zwerg dazu, ne? Und wieder eine neue Aufgabe. Ja, warum steht er hier so komisch rum? Ich mach einfach mal gar nichts. Ein Totem, ja, das brauchen wir dann nachher für unsere Unterkunft. Aber ich würde erstmal sagen. Aber wo kann man sich denn hier... Da. Ah, wir brauchen noch Stein, okay. Jo, dann würde ich mal sagen, würden wir uns langsam mal hier runterbauen. Dass wir dann schon mal unsere kleine Höhle zusammenbauen. Haben wir schon Erde? Nee, haben wir noch nicht. Aber wir können uns jetzt hier schon mal ein... Nee, zwei sogar. Zwei Spitzhacken machen. Dann freuen sich unsere Zwerge, denke ich mal. Dann können sie nämlich schneller abbauen. So. Unser Hagan. Okay. Juti, der steht hier erstmal wieder ein bisschen rum. Die Musik, die hat auch irgendwie gerade keine Lust mehr. Ja, mal gucken, wann sie wiederkommt. Okay, auf jeden Fall haben wir eine Aufgabe erfüllt, den Tunnel zu graben. Das war ja auch nicht besonders schwierig. Na gut. Okay, jetzt haben wir natürlich auch wieder neue Sachen, Erde. Genau das wollte ich nämlich auch haben, dass wir dann hier nämlich den Stein hinten ersetzen können. Damit hier dann nämlich auch diese komischen Pilzbäume wachsen können. Ich weiß zwar nicht, warum man Pilze fällt und dann Holz rauskommt, aber egal. Man muss ja nicht alles verstehen in dem Spiel. So, naja, wir können ja mal ein bisschen vorspulen. Das dauert mir doch ein bisschen zu lange. Oh, jetzt reden sie mit uns. Okay, was wollt ihr denn? Auf jeden Fall. Oh. Der ist auf jeden Fall ein bisschen schnell runtergegangen. Sagen wir mal so. So, dann würde ich mal sagen, bauen wir hier auch nochmal ein Tünnelchen rein. So, nun macht mal hin, ihr Zwerge, ihr Sklaven, ihr Laufsklaven. Oh. Ja, der ist ein bisschen runtergefallen, ein bisschen vorhin.
Na gut. Aber ich kann noch hier bestimmt. Ja, genau. Zwei Stück. Oha. Also nicht übertreiben hier mit den Leitern da. So, das können sie auch mal alles abfällen hier, abholzen. Was ist das hier eigentlich? Ein Bärenbusch oder was ist das? Sieht irgendwie aus wie so ein Bärenbusch. Eigentlich können wir uns mal hier ein bisschen umgucken, was wir hier überhaupt alles haben. Okay, ja gut, wir sind natürlich so ein bisschen in der Höhle. Oh, was ist das denn für ein Vieh? Ich hoffe nicht, ich hoffe ja mal, dass das nicht böse ist, dieses Vieh. Sieht auf jeden Fall gefährlich aus. Ja, was haben wir denn hier für verschiedene Sachen? Getreide können wir jetzt anbauen. Harz haben wir und einen Pilz. Na ja, gut, in der Pilzwelt ist ja wohl klar. Ah ja, und dann gibt es natürlich noch solche Skillbücher, die man den Zwergen noch geben kann. Genau. Jäger, Schwimmer, na gut, das sind jetzt nicht unbedingt die besten Talente. Was haben wir hier eigentlich jetzt noch im Technologiebaum? Was müssen wir eigentlich machen? Ich würde nämlich gerne. Warte mal, wird ab Level 3 verfügbar. Ich würde nämlich gerne mal ein paar Fackeln bauen, aber die kriege ich erst ab Level 3 anscheinend. Na gut, dann machen wir mal zwei Äxte für unsere zwei Zwerge. Und der bekommt auch noch einen. Ja, ich würde sagen sogar, dass wir das hier so machen, dass sie das auch nochmal mit abbauen. Was haben wir denn jetzt schon wieder hier? Nadeln. Okay. Was man aus Nadeln machen kann, weiß ich jetzt noch nicht. Nadeln werden mit Stoffen gewonnen. Okay. Naja, gut, werden wir dann sehen, wenn wir ein bisschen weiter sind im Spiel. Ja, manchmal kommen dann halt von den Bäumen auch oder von den Pilzen sind es ja wohl eher solche Spinnen runter. Ja, die machen so ein bisschen Schaden, aber bringen halt auch Erfahrung, ne? Mal den hier würde ich mal gerne angreifen und den hier auch. Das ist nicht so gut, dass hier jetzt Wasser steht. Das ist richtig schlecht. Ja, super. Das Problem ist natürlich dann immer das. Oh, das war ganz schön doll. Dass man da nicht weiterbauen kann. Achso. Herstellen, herstellen, herstellen. Judy, dann haben wir wieder ein neues Werk dabei. Okay, erstmal können meine Zwerge mal ein bisschen Holz fällen. So, einer wird angegriffen. Jo, halb so wild. Ein neues Werk und eine neue Aufgabe. Achso, genau, jetzt kann ich Fackeln machen. Schleimfackeln kann ich noch nicht machen, aber ich kann hier diese normalen Fackeln machen. So, macht er die mit unten rein? Ja. Machen wir die denn hin, da würde ich sagen. Bitte. So greifen die eigentlich nicht an. Ich hab die doch an, wie seht, eine neue Kreatur. Höhlenkoboldkrieger oder ein Ork. Ork, der Ork ist neu, okay. Der sieht ein bisschen gefährlich aus. Was auch immer der macht, greift mal den an. Okay. Auf jeden Fall hat er ziemlich einen Rückstoß. Ja, aber war irgendwie kein Problem. Viel Leben haben wir nicht verloren. Judy. Schwimmer plus 1. Ah, mach mal da die Leiter hin. Was war das eben für ein Geräusch? Dann. Na gut. Buch des Fischers. Ausstattung. Jo. Nice to have, würde ich sagen. Nice to have. Ja, gut. Oh, wir sind ja auch schon wieder fast Level 4, sehe ich gerade. Dann geht es bestimmt richtig ab. Dann haben wir eigentlich vier Zwerge. Ja, nun macht die mal fertig, die ganzen Typen. Teleportzauber kann man eigentlich auch immer gut verwenden. Den nehme ich auch gerne. Jo, ein Zwerg und ein bisschen Zeug. Oh, und ja, ab jetzt sieht man das sozusagen, dass jede 47 Minuten halt eine, ja, eine Bosswelle oder eine
Naja, halt da, wo Monster kommen halt. Ist. Jo. Naja, aber das ist ja noch ein bisschen hin, sag ich mal so. Oh, ich sehe gerade. Sag mal, ist das hier ein Anführer? Halt, stopp. Oder hat er jetzt einfach bloß andere Sachen an? Achso, nee, wahrscheinlich wegen der Mütze. Achso, die Mütze ist anders, okay. Achso, und die haben auch verschiedene Farben. Naja, gut, okay. 1, 2, 3, 4. Ja, wir haben ja bloß 4. Naja, gut. Okay. Boah, diese scheiß Raupen, die da unten sind. Was war da eben für ein Vieh? Bam, bam, bam. Das kann auch alles erstmal weg. Würde ich nämlich sagen, dann setzen wir hier erstmal noch den Stein. Plätten hier erstmal noch den ganzen Mist. Was kann man hier eigentlich machen? Ah, hier kann man für seine Goldmünzen Sachen kaufen. Oh, was ist das denn? Schießpulver, okay. Auf jeden Fall interessant. Kann man ja eigentlich mal ein bisschen gucken, hier, was noch so kommt. Weil das Spiel habe ich schon so lange. Oh, was ist das denn hier? Chili-Helm, Chili-Rüstung und Chili-Stiefel. Okay. Naja, gut. Ein Fallschirm. Okay, das ist auch neu. Was lösen wir? Auf jeden Fall interessant. Leistungsstarkes Gewehr, dann nachher ganz zum Schluss, das ist dann nachher die beste Waffe. Naja, gut. Schöner Brandmunition. Ich freue mich hier schon, wenn wir die Tesla-Türme haben. Gibt es eigentlich jetzt neue Türme auch schon? Nee. Neue Erze? Nee. Scheint auch nicht so. Naja, gut, dann wollen wir ein bisschen weiterspielen. So, bitte den Stein ersetzen. Dankeschön, bitte danke. So, Spitzhacken, 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 Spitzhacken. 1, 2 brauchen wir, glaube ich. Haben wir nämlich die Aufgabe gelöst oder geschafft und können jetzt Betten machen. Perfekt. Betten, da können sich die Zwerge... Halt, stopp. Die Zwerge erholen. Das heißt, dass sie dort dann wieder Leben regenerieren. Das ist eigentlich auch relativ gut. So, dann haben wir da auch schon mal Betten drin stehen. Okay. Aber wir brauchen auf jeden Fall erstmal solche ja, Falltür. Und dafür brauchen wir Holz. Holz, Holz, Holz. Die Bäume habe ich schon alle abgefällt. Gibt kein Holz mehr. Gut. Okay, dann würde ich erstmal sagen, das war es erstmal auch für die erste Folge. Wenn es euch gefallen hat zuzuschauen, dann könnt ihr ja gerne mal ein Like da lassen oder einfach einen Kommentar unterschreiben unter das Video. Und ja, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!